Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Goblins 4. So, ich habe zumindest mal ein bisschen noch für die Zahnhygiene beitragen können. Und zwar habe ich mit Schub diese Wurzel, die hier einen Zahn geklemmt hat, mit dem Stock weggemacht. So, die ist irgendwie nach draußen gefallen und ist weg. Und mir ist noch ein weiterer Hotspot aufgefallen, um den wir uns noch gar nicht gekümmert hatten. Und zwar gibt es hier eine Speiseröhre. Da ist ja auch Stuko am Anfang mal hochgekraxelt gekommen. Ich glaube, da glänzt etwas. Was denn? Kleiderschrank? Das hat es auch nicht gebracht. Stuko? Speiseröhre? Nee. Da glänzt etwas. Können wir das mit dem Magnet? Oder mit der Angel? Ah. Eine Metalltafel. Die passt so formmäßig zu dem Abdruck. Und wir haben einen stabilen Untergrund. Leiter. Zack ich. Leiter rauf. Sehr schön. Passt perfekt. Dann du mal bitte Hebel und dann machen wir den Mundwagenhebermäßig auf. Ne, machen wir nicht. Aber wir kommen jetzt bestimmt an den Nagel ran. Schubilein. Guck mal nach dem Nagel. Sehr schön. So, das Problem haben wir gelöst. So, jetzt haben wir einen Nagel. Sagt der Vogel jetzt irgendwas Neues? Nee, achtet nicht so gut auf seine Zähne, aber das ist jetzt unser Problem. Können wir jetzt den Nagel in die Zunge kloppen? Nee, den Nagel ans Zäpfchen hauen. Ah, können wir den Nagel in den faulen Zahn reinmachen? Tut bestimmt besonders gut. Stuko hat sich schon darauf gefreut, dass Saladini jetzt aufschreit. Aber nein, na gut, es wäre eine Möglichkeit gewesen, ihn dazu zu bringen, seinen Maul aufzumachen. Ich dachte, wir kommen jetzt wirklich weiter, aber irgendwie nicht so. Kannst du die Leit... Nee, nicht raus, nicht raus. Mach keinen Scheiß. Er klettert zumindest hoch. Ich habe hier gerade was gesehen. Ich habe hier was gesehen. Ich habe hier was gesehen. Ich habe was gesehen. Mach das mal bitte wieder. Ich habe was gesehen. Da, hier, da. Da, da. Ich habe den Zahn gefunden. Schaka. So, dann können wir jetzt von hier aus gehen. Ab dafür. Wenn Sanadini die Kiefer aufmacht, können wir rauskommen. Ach so, das wäre eh nicht gegangen. Okay. Außerdem müssen wir wahrscheinlich sowieso die Leiter zuerst mal noch mitnehmen. Okay, wir haben den Zahn. Jetzt bin ich entspannter. Wie kriegen wir ihn jetzt dazu, das Maul aufzumachen? Habe ich noch irgendwie einen Hotspot übersehen? Sagt der Vogel jetzt irgendwas? Nee, du nicht. Sagt der Vogel jetzt irgendwas anderes? Heute will ja die Kiefer nicht aufmachen. Ah nee, wegen uns halt. Mit der Zunge hatten wir noch nichts getan.
Tun wir jetzt Dinge mit der Zunge? Oder er hat auch schon mal was gesagt von wegen Schaufel und Schlitz, dass er da zuerst mal den Kiefer aufmachen muss. Weil wir jetzt ja irgendwie eigentlich nicht mehr Informationen haben. Er muss erst den Kiefer aufmachen. Daran arbeiten wir noch. Sollen wir die Leiter schon mal wieder einpacken oder brauchen wir die noch für irgendwas? Emma, kannst du jetzt mit dem Zäpfchen irgendwas tun? Aber das mit dem Zäpfchen war scheinbar immer ein Entfernungsproblem. Kannst du jetzt irgendwas mit dem Zäpfchen benutzen? Vielleicht den Stock oder... Oder jetzt den Nagel vielleicht mal reinrammen. Habe ich noch irgendeinen Hotspot übersehen? Speiseröhre. Gibt's noch irgendwas in der Speiseröhre? Das ist aber tief. Ja gut. Das haben Speiseröhren so an sich. Passiert irgendwas, wenn du nochmal gegen das Zäpfchen klopfst? Passiert vielleicht irgendwas, wenn... Ah, wenn Schub gerade auf der Zunge liegt. Schub, leg dich mal auf die Zunge. Und du machst da diesen da. Und dann wird er einfach nur abgeworfen. Perlius kriegt ja nur einen Rand von der Zunge, wenn er da was tut. Und alle finden es furchtbar witzig. Okay. Für die Schaufel muss das Maul offen sein. Was können wir jetzt mit dem Nagel tun? Wir müssen ja den Zahn mit irgendwas füllen. Aber mit was? Wir haben nichts irgendwie, so eine Knetmasse oder irgendwas. Und wir müssen ja noch eine Mundspülung machen. Und wir haben keine Flüssigkeit. Den Nagel mit dem faulen Zahn hatten wir versucht. Der abgebrochene Zahn ist weiterhin ein Hotspot, aber die Rille nicht mehr. Die Nummer da aus dem Weg. Abgebrochener Zahn. Dann haben wir den Hasen wieder. Hallo Hase. Ich verspreche euch, ich werde nicht mehr die ganze Zeit Schlagzeug üben. Ah, das klingt gut. Sagt er noch irgendwas? Na, was soll's? Heavy Metal hören auf volle Lautstärke mitten in der Nacht muss ich wohl auch lassen. Wird die Nachbarn freuen, beziehungsweise die Besitzer des Mundes. Machen wir nochmal. Mit der Bohrmaschine um 6 in der Früh ist es vorbei. Ich gebe mein Wort darauf. Wie viel Versprechen macht er noch? Geht in Ordnung. Keine Partys mit einem Rugby-Freund ein bisschen in den Morgen kauen. Nee, dann kommt wieder nur das Schlagzeug üben. Okay, ich glaube, er hat uns jetzt alles versprochen, was er kann. Er steht ja zwar auch auf Salat und wir haben ein Salatblatt, aber das war ja eher so, jetzt haben wir das Heilmittel für unseren Wurm. Huh.
Haben wir schon allen möglichen Kram mit dem Zäpfchen? Ich glaube schon. Ich bin lost in space. Können wir vielleicht irgendjemanden irgendwo hinkicken, wenn er neben der Zunge steht und jemand anderes dran rumspielt? So, was macht die Zunge nochmal, wenn du rangehst? Da werden einfach nur die jeweiligen gekickt. Ja. Kriegt euch mal wieder ein. Aber was passiert, wenn die der Zunge was tun, während er drauf liegt? Ah, dazu kam es gar nicht erst. Könntest du mal bitte mit der Zunge was machen, während er drauf liegt? Das geht scheinbar nicht gleichzeitig. Okay. Wenn wir dem Vogel mal den Nagel zeigen. Wenn wir die Leiter mal wieder einpacken, passiert dann irgendwas? Weil die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Da bestehen die Goblins ja mal drauf. So, die Leiter haben wir eingepackt. Wir haben weiterhin den stabilen Untergrund. Gib mir mal 3 Sekunden. Ich mache nochmal konzentriert das alles mit allem und werde nochmal jeden Millimeter des Bildschirms abfahren, ob wir noch irgendeinen Hotspot übersehen haben. Ich bin gerade am Ende mit meinen Ideen. So, ich habe eine Kombination entdeckt, die wir noch nicht probiert hatten. Und eigentlich war es auch logisch. Ich habe unsere Muschel, die wir hatten, in den Zahn reingesteckt. Sieht er jetzt wieder aus wie ein gesunder Zahn, theoretisch, ne? So. Haben wir jetzt unsere Aufgaben gemacht? Ja, bis auf die Mundspülung. Aber wir haben ja den ganzen Kram aus den Zähnen rausgemacht. Ist der Vogel uns jetzt vielleicht dankbar? Es war tolle Arbeit. Nehmt das als Dankeschön. Okay. Bleibt mal locker, Jungs. Wir haben eine Feder bekommen. Können wir jetzt hier raus? Weil vorher hieß doch noch, er musste erstmal das Maul aufmachen. Ja. Dachte ich mir auch. Da so Zäpfchen, Federkitzeln und so. Ich glaube, da das wäre so ein Grund zum Niesen, Würgen und was auch immer. Vielleicht wirkt er uns dann selbst raus. Dann stellen wir die Leiter mal bitte wieder hin. Die habe ich zu voreilig, glaube ich, eingepackt. So, wir müssen noch mal ans Zäpfchen ran. Du, Hebel. So, und dann mach du mal bitte Feder mit Zäpfchen. Das scheint, ja. Ha, Schnauze ist offen. Und dann haben wir gelernt, Schaufel mit Schlitz. Ja, da war ich jetzt ein bisschen zu langsam. Zäpfchen. Ich muss erstmal den Schlitz wieder suchen. Ist ja echt hartes Timing. So, lauf schon mal los. Lauf! Schaufel, Schlitz. Mach hin, Junge! Ich hab... Erlös macht Party. Und ich verzweifle. So, lauf los, mein Bub.
Lauf. Lauf, lauf, lauf. Ja? Ah, das hält. Okay. Dann pack mal bitte die Leiter ein. Ohne die gehen wir bestimmt nicht. Musst du schon mal raus. Du die Leiter einpacken. Können wir jetzt? Alle Mann. Nein, die... Spiel, gib mir doch wenigstens ein bisschen Zeit. So ein bisschen. Okay, Perlius, stell du dich schon mal hinten zur Tür. Dich brauchen wir jetzt nicht. Du gehst dahin. Du holst die Schippe. Mann, das wird jetzt noch ein bisschen stressig. Okay, dann stellen wir die Leiter wieder auf. Ich habe schon gedacht, so eine Schaufel hält das, das Gebiss, aber okay. Ah, Hebel. So, dann Schub. Feder mit Damm. Das da und dann beginnt der Stress. So, lauf los, mein Bub. Das da, derzeit kannst du das da machen. Und dahin, du holst bitte die Leiter, du läufst schon mal da hinten. Nein, nicht! Mann, Jungs, macht mich nicht kirre. Können wir jetzt bitte? Alle? Stucko, lauf! Gewonnen! Im Hafen von Wurmburg. Ah, ich glaube, Stucko verträgt die Reise mit dem Wurm nicht so gut. Die drei Freunde sind auf dem geheilten Klotweg im Hafen angekommen. Erstaunt stellen sie fest, dass ihr Abenteuer in den Zeitungen steht. Okay, wir werden VIPs. Oh, das ist ja cool. Goblins? Das ist doch auch der Typ, den hatten wir doch... Irgendwo ist der doch auch mal durchs Bild gelaufen. Ach, ist das jetzt der nächste Level? Schub? Hä? Ach nee. Das ist unser nächster Level. Das ist ja cool. Okay, Jungs. Der Zahn. Können wir den bitte zuerst nehmen? Geht das? Was hast du da für ein sexy Teil an? Okay, die können da einfach weiterlaufen. Hallo, Klotwig. Das ist ein prachtvoller Erdwurm. Er verdient ein Geschenk. Ja, was denn? Okay, wir brauchen ein Geschenk für Klotwig. Aushängeschild. Vegetarische Bar, die muntere Rübe. Da liegt ein Knallkörper. Das ist ja mal echt cool gemacht. Kannst du den nicht mitnehmen? Okay, dann nicht. Eingang zur Bar. Ah, dann kommen wir bestimmt da unten raus. Das ist ja mal voll cool. Ja, jetzt ist er da unten. Sehr schön. Kannst du jetzt bitte den Zahn mitnehmen? Hey, hinter der Bar hast du nichts zu suchen. Was ist das für eine Nische? Auch nicht. Da liegen Streichhölzer. Die können wir haben. Da können wir eventuell den Knallkörper anzünden. Walbauch, der Bootsmann. Sei gegrüßt, Reisender. Falls du zum großen Fest gekommen bist, hast Pech gehabt. Das war nämlich gestern. Da unten rennt schon wieder der strange Typ rum. Okay. Ah, wird irgendwie. Also gestern war ein Fest und wir haben es verpasst. Okay, damit können wir leben. So, dann gibt es da hinten einen Tisch. Oder
Ah, Moment, jetzt ist er weg. Der alte Pirat wird nicht froh sein, falls ich hinter die Bar gehe. Ja, das ist doch egal. Der Typ da unten ist leicht crazy. Nee, du hättest jetzt gerade wieder weggehen können. Okay, so, und dann nochmal zum Tisch. Ach, er setzt sich hin. Tut mir leid, alter Knabe, wir haben keinen einzigen Schluck Rübensaft übrig. Tut mir... Nee, sagt er das wieder. Ah, dann... Moment. Die anderen Goblins können ja mit Sicherheit auch hier raus. Mach du mal bitte Magie mit dem... Knallkörper? Nichts. Okay, dann... Gehst du mal bitte auch zur Bar. Sehr schön. So, wenn du dich an den Tisch setzt, dann können wir dann hier Dinge tun. Hat der Pirat... Ja, das ist egal. So, er ist jetzt weg. Ja. Jetzt jammer doch nicht so rum. Der Zahn ist zum Greifen nah. Kannst du irgendwas mit der Nische tun? So. Nische? Tut mir leid, es ist nichts übrig. Ja, der Pirat wird nicht glücklich sein. Also müssen wir ihm vielleicht zuerst mal Zeug organisieren, was er ausschenken kann. Da hätten wir einen Notausgang. Okay, jetzt sind wir da unten. Ausgang zur Innenstadt, Notausgang. Da ist auch wieder so ein Knallkörper. Mach den mal an. Der läuft gefühlt unendlich. Was hat das jetzt verändert? Außer, dass da jetzt ein Puff steht? Geh mal nochmal bitte zurück. Und dann zünden wir da oben den Knallkörper mal noch an. Da unten liegt auch einer. So, und dann nochmal hier lang zum Eingang. So, dann mach den mal bitte an. Piff. Dann steht da unten mit Sicherheit Puff. Piff, paff, puff. Dann nochmal zurücklaufen. Also wir brauchen ein Geschenk für den Wurm. Aber ich weiß noch nicht was. So, hier haben wir halt einfach nur den Tisch. Mein Schaukasten. Mitarbeiter des Monats. Das ist doch Riri, unser kleiner Erdferkel. Moment. Wir zeigen ihm mal Riris Bild. Lass mich mit euren Fragen in Ruhe. Mir ist vom Schluck auf schon elend genug. Dann muss die Luft anhalten oder so. Okay, dann schauen wir uns weiter um. Bisher ist noch nicht so viel klar in dem Spiel. So, und dann gehen wir bitte zur Innenstadt. Dann ist er da unten. So, eine große Tür, ein Schild. Knollenberg 12 liegen. Hä? Neugangsbrock 8 liegen. Und Deppfurtshausen 10 liegen. Was auch immer.
Da ist eine Herzform. Riri liebt Rainette. Schaut mal, sieht ganz danach aus, als ob sich Riri eine Freundin gefunden hat. Oh, das wäre süß. Da ist eine Maske. Und ein Hut. Nimm mal bitte zuerst den Hut. Und ein Loch. Können wir bei dem Herz noch irgendwas lesen? Das wäre doch bestimmt ein schicker Hut für unseren Wurm. Benutzen wir die Lupe mit dem Herz? Nein, okay. So, was hat es mit dem Loch auf sich? Nix. Kannst du da irgendwie was aufschweben lassen? Weil das sieht nämlich aus, als wäre da so ein Gullideckel drüber. Ich kann mich aber auch irren. Nee, nicht Notausgang. Du sollst zur Stadt. So, kannst du irgendwas mit dem Loch tun? Oder können wir da irgendwie was angeln? Nee, können wir nicht. Dann zünden wir wenigstens noch den Knallkörper an und dann schauen wir nach der Maske. Nee, Kaboom. Aber das Kaboom ist direkt wieder weggegangen. Warum auch immer. Nimm mal bitte die Maske mit. Jetzt haben wir eine Spooky-Maske. Hilft uns die Maske an den Zahn zu kommen? Und wir haben auch die große Tür abgeschlossen. Dann würde ich zuerst mal gern wissen, ob wir den Hut dem Wurm schenken können. Es ist vor allem eine coole Idee, wie man aus einem einfach nur immer ein Bildschirmszenario dann doch mehrere Orte machen kann. Auf eine sehr kreative Art und Weise. So, können wir den Hut dem Wurm geben? Och, wie süß. Da ist was. Maiskorn. Wenn er es nicht mitnimmt, müssen wir das zuerst mal umwandeln. Kannst du irgendwas mit dem Maiskorn tun? Nee. Oder müssen wir das Maiskorn angeln, weil das irgendwo liegt, wo wir nicht hin können? Ach so, das ist... Ach, das ist das Erdmeer, okay. Okay, Maiskorn haben wir. Stuko hat noch gar nichts zu tun gehabt. Aber wir müssen jetzt in die Pause. Bis gleich.